Kannst du nicht bitte irgendwo hinfahren, wo ich mich auch adäquat kleiden könnte? Ja, natürlich. Okay, pass auf, dann machen wir jetzt mal eine kleine Weltreise. So, und einmal aussteigen bitte, wir sind da. Oh, danke, dass du mich immer so gut fährst, Herr Bergmann. Ja, das gerne, freut mich gerne. Wirklich. Ich habe mir so eine Holzbrille bestellt. Oh, ui. Sorry, war keine Absicht. Bergmann, ich brauche so eine Sonnenbrille. Jetzt ja, hau die ab, sorry. Scheiße, Mann. Nein. Yo, meine lieben Jungs, willkommen zurück, endlich zu GTA Online. Und ihr wisst gar nicht, was das hier für eine Leidensgeschichte ist, aber erstmal möchte ich endlich mal wieder meinen Lieblingslehrer, Herr Bergmann, begrüßen, hallo. Hallo. Das ist eine Tortur, wisst ihr, das GTA aufzunehmen. Was endlich, was ihr sagt, für 20.000 Updates runtergeladen werden, dann kommt man nicht in die Lobby rein, dann ist man plötzlich in der Lobby, dann wird die wieder geschlossen, weil der Host weg ist. Boah, nee, aber jetzt sind wir da. Wo bist du denn? Ich bin gerade zu Hause und auf dem Weg jetzt in die Stadt zum Modea Drive, denn du hast mir ja gesagt, dass mit dem neuen Update kann man sich jetzt irgendwelche Klamotten kaufen und coole Sachen und so. Jetzt sehe ich's erst. Ich habe Anzüge gefunden. Wie geil ist das denn? Richtige Anzüge? Ja, richtige. Ja, aber auch Slimfit, weißt du, die uns passen, Dena. Perfekt. Das ist der Wahnsinn, gerade auf den letzten Drücker. Oh, ich komm vorbei. Ey, wie geil. In letzter Zeit muss ich jetzt mal hier, kann ich meinen Weg hier nutzen, um diese Anmerkungen zu machen hier. In letzter Zeit kam ja voll wenig GTA, weil ich war erst weg und dann ist Kev jetzt wieder weg. Und einfach, ich bin halt nur ganz kurz hier zu Hause, ein paar Tage, in denen ich vorproduzieren muss, weil ich dann wieder in den USA bin, wieder in der A. Da sehe ich übrigens hier wieder das hier, wo wir überall längs fahren, dann in real sozusagen. Und in der Zeit ist Kev jetzt leider genau weg. Und das heißt, wir können nicht aufnehmen. Und Herr Bergmann zieht um, aber er hat nochmal seine Xbox ausgepackt aus dem Umzugskarton. Ja, extra für dich jetzt hier. Um dass wir hier nochmal zwei, vielleicht, wenn wir ganz schnell sind, drei, ich glaube leider nur zwei, weil er hat schon den nächsten Aufnahmetermin gleich, weil er selbst muss auch vorproduzieren. Ich muss den ganzen Tag heute vorproduzieren. Wir versuchen euch halt ein paar Folgen zumindest hier irgendwie auf GTA zu holen und dann in zwei Wochen bin ich halt wieder zu Hause und dann hoffe ich mal, dass Kev dann da ist oder Bergmann halt dann auch mehr Zeit hat nach seinem Umzug. Dann kommt GTA wieder regelmäßig. Jetzt müsst ihr euch erstmal mit total unregelmäßigen Folgen in den nächsten zwei Wochen zufrieden geben. Ich hoffe, ihr überlebt das. Ja. Weil wenn ihr sterbt, wäre das doof. Wo bleibst du? Was da? Du bist fast da. Ja, ich war übrigens wirklich hier auf dem Modea Drive. Das sieht richtig, richtig ähnlich aus. Vor allem diese Stelle mit dem Juwelier hier vorne ist ja, guck mal ich, hier. Das für ein hier. Smarter das, genau, das hier, gibt's genau hier. So. Das hier gibt's genau so in echt. Mit okay. Dem Juwelier hier vorne und mit dieser Pflasterstraße, die so reingeht. Ja, und das Pferd und so. Pferd? Ah, ja, wahrscheinlich, hier ist ja. Ja, genau. Und die, oh, da ist, hier sind direkt Stalker gerade, warte. Ja, aber erstmal will ich kurz natürlich ein bisschen angeben, ein bisschen Stick presenten hier. Guck mal bitte, was für ein schnieker Typ ich bin, Alter. Bergmann, du läufst immer auch mit deinem blauen 5 Euro H&M Hoodie rum, Alter. Das ist ja unglaublich. Ja, das stimmt. Okay, ich brauche was Neues. Aber du willst hast du, immer noch sterbe ich das jetzt? Will dich töten? Natürlich. Ich habe keinen Zutritt. Nee, kommst du auch nicht rein. Warte. So, hier. Sind wir in einer Crew? Komm, steig ein. Hey, Dena, bitte. Auch nicht so. Ich habe keinen Zutritt zu deinem Auto. Ja, doch, müsstest du jetzt haben. Nee, ich bin nicht in deiner Crew. Doch, ich hab's doch gerade geändert. Du musst für Freunde einstellen. Danke. Ja. Kannst du nicht bitte irgendwo hinfahren, wo ich mich auch adäquat kleiden könnte? Ja, natürlich. Okay, pass auf, dann machen wir jetzt mal eine kleine Weltreise. So, und einmal aussteigen bitte, wir sind da. Oh, danke, dass du mich immer so gut fährst, Herr Bergmann. Ja, das gerne, freut mich gerne. Wirklich. Also es gab ja einige Updates jetzt, ich weiß nicht, was du jetzt mal GTA aufgenommen hast. Das ganz Neueste ist jetzt das Hipster-Update. Genau, und da findest du, guck mal, wenn du hier, genau, da gibt es... Wenn du da rangehst, nee, geh mal hier ran. Guck mal, geh mal direkt hier an die nette Dame vorne am Tresen. Hey. Da kannst du nämlich dann direkt komplette Outfits auswählen. Das ist ganz, ganz cool. Oha. Ha, genau. Ich möchte mich doch individuell kleiden. Wie kann das denn sein, dass Outfit ist, dass man so ein fertiges Outfit nur nehmen kann? Ja, aber da den Anzug, zum Beispiel den ich jetzt habe, den findest du nur hier. Ich habe ja 3 Stunden danach gesucht. Ich möchte so eine enge Hose haben, endlich. Ja, da musst du an den Hosenstand gehen und dann gibst du diese engen Hosen. War ich gerade und dann hast du gesagt, geh weg. Herr Bergmann, das ist wie im Unterricht, total komische Sachen. Es tut mir leid, Aber die sind alle so richtig breit. Ich hatte schon so eine enge Hose. Ja, nicht so kariert eng. Zebra musste eng, Leoparden musste eng, Rockerdruck eng, Mintgrün eng. Ah, jetzt ist es besser. Aber die sind so sehr... Weißt du, meine Beine so sind ja sehr schmal. Das heißt, wenn ich nicht die ganz engen Hosen, dann sieht es aber normal aus sozusagen. Und hier... Ja. Sehen das dann aber so, als ob man voll die, nicht fetten Beine, aber halt fetter als meine Beine. Und dann sieht das nicht mehr so aus, wie ich das möchte. Ja, das Problem an diesen schlanken Hosen hier ist vor allem, dass es aussieht, als hätte man so Mini-Klöten irgendwie. Das sieht sehr, sehr eigenartig aus. Da ist eine ganz kleine Beule drin. Das hat mir so ein bisschen die Auswahl ein bisschen gestört, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte so einfach so eine schöne, enge, ganz normale Hose. Oh, eine enge Lederhose, komm. Und dann ab in den Stripclub hier. Ich glaube...
Ich muss eine von den in engen Grau. Grau oder schwarz? Ich glaube, hier einfach schwarz. So, da brauche ich aber ein anderes Shirt. Ne? Ja. Ist ja klar. Wo sind hier die Shirts? Oberteile. Ich meine, die sind. Ja, sind die hier? Ja. Ne, die sind Hüte. Ihr muss mal gucken, das ist alles Hut ein bisschen. Will ich eigentlich nicht. Hier sind Hosen. Boah, bestimmtes Auto. Nee. Ich möchte einfach nur hier. Hey. Da, guck mal, es ist ja unglaublich hier. Shirts einfach hier, so. Mit so ein schönes weißes Shirt mit einem coolen Slogan drauf, so. Weißt du? Ja, es gibt auch Hipster-Shirts jetzt. Hier. Das Problem ist, dass die Krawatten alle so leicht plastisch aussehen, fällt mir gerade mal auf. Und da kann man mit einer Kassette drauf, Pyramide, richtig schöne Sachen sind da. Gar nicht schlecht, muss ich sagen. Nee, ich bin echt total fasziniert. Ja, das sind echt zum ersten Mal so richtig viele coole Klamotten eigentlich, die es so gibt. Und man kann auch nackt, wenn man möchte. Oha. Ich möchte gerne so ein langes Shirt, aber sowas gibt's leider nicht, ne? Long Tees. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, jetzt hab ich mir. Oh Gott. Oh, Birgi. Schnieker Typ, ey, kann ich gar nicht sagen. Ich nehme so ein klassisches Hipster-Shirt hier. So, da brauche ich nochmal einen schönen anderen Kapuzenpullover, wenn das möglich ist. So ein. Ist leider nicht möglich. Oh, die sind einfach nicht. Die sind nicht mal verfügbar, weil ich noch nicht so einen hohen Rang habe. Das heißt, ich muss mit meinem Kapuzenpullover hier. Leider dabei bleiben irgendwie. Okay. Das, obwohl ich das nicht möchte, ne? Ja, das ist ja Sauerei, du. Naja. Skandalös. Aber ich werde wohl dabei bleiben müssen. Aber ich kann mir das Goldkettchen hier leider auch nicht geben. Das ist alles. Das ist echt, echt schade, muss ich dazu sagen. Ja. Was gibt's speziell noch? Ein Homie Sharp Shirt? Ne, das möchte ich gar nicht. So. Na gut, muss ich halt dabei bleiben. Was gibt's noch so als Accessoires? Mit dem man sich so ein bisschen was aufpeppen könnte. Ketten. Ja, Krawatten, aber gut. Ist gar nicht, einfach nicht kompatibel mit mir. Kannst du einfach Jogi Löw machen hier. Ja, natürlich. Guck dich mal an hier, du Bauernjunge, du. Oh, was ist denn hier? Was nehmen wir? Gut. So eine schöne Uhr hier nochmal. Ja. Jetzt hast du deinen Hoodie nicht mehr an. Muss ja wieso heißt das weg ausgezogen? Hä? Ja, damit man die Uhr auch sieht. Mann! Das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich die Uhr umsonst gekauft, weil man sie nicht sieht. Weil ich möchte ja trotzdem hier, was ich hier nochmal anhatte. So, gib mir das Shirt wieder. Alter, wie teuer auch einfach so ein Shirt ist. Das Shirt und dann möchte ich hier natürlich, logischerweise, auch noch ein ganz normale Jacke, Kapuzenpullover drüber ziehen. Ah, was für Hemden könnte man machen? Ah, man kann kein Hemd so drüber ziehen. Das wäre cool, wenn man so ein Hemd noch drüber ziehen könnte. Nee, da muss ich einen Kapuzenpullover nehmen und da muss ich auch bei dem bleiben, den ich hatte. Macht auch nicht cool. Nichts anderes großartig Sinn. Aber trotzdem. Ich bin jetzt schon mal zufrieden als davor. Brille kann man sich nochmal anschauen hier. Hipsterbrillen? Was sind denn Hipster? Ah, okay. Es gibt da alles für Variationen. Ich habe mir jetzt so eine Holzbrille bestellt. Oh, ui. Sorry, war keine Absicht. Bergmann, ich brauche so eine Sonnenbrille. Jetzt haut die ab, Scheiße, Mann. Nein, der Laden hat geschlossen, ne? Sorry, ach komm. Das war keine Absicht, wirklich. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Falsche Taste, ärgerlich, das kenne ich. Diese Ausreden kenne ich. Jetzt habe ich keine Sonnenbrille, na gut. Aber trotzdem, ich habe ein bisschen was anderes halt. Weißt du, jetzt was Neues, was ich jetzt anhab? Zumindest im Teil. Was machen wir jetzt? Ich habe auf jeden Fall mal wieder Bock, ein bisschen zu ballern. Ich habe ja schon seit Monaten nicht mehr gespielt. Du hast Bock zu ballern? Ja. Also jetzt nicht gegen dich hier. Ach komm, Dina! Oh Mensch, hier, jetzt ist hier der Alarm losgegangen, Herr Bergmann. Jetzt steig ein, komm. Schnell, fahr mit deiner Karre und komm, gut ist. So. Ich fahr den. Ui! Ups. Ui! Ja. Was war denn da los gerade? Mensch! Man ist immer alles kaputt, Mann, Herr Bergmann. So kenne ich das. Von dir. Gut finde ich das nicht. Gut heißen kann ich das nicht. Und fahren kannst du immer noch nicht. Ich hoffe ja, dass irgendwann nochmal ein Update kommt, dass es erlaubt, dass ich meine Knarren an meinem Aston Martin hier benutzen kann, wie bei James Bond. Das wäre natürlich großartig. Ich finde diesen hier, der sieht ein bisschen aus wie ein. Ich glaube, es. Doch, sieht eigentlich aus wie eine Mischung aus Camaro und Mustang hier, der hier. Okay. Und so ein Camaro finde ich ja richtig fett. Also mal eine Woche in L.A. gewesen und direkt hier Auto nah, ne? Unglaublich. So, was machen wir jetzt? Spielerliste? Ja, oder wollen wir einfach mal ein bisschen Stunk machen hier? Weil guck mal, du siehst ja auf der Karte unten, siehst du ja ganz viele rote Punkte jetzt, ne? Ja, was machen die? Wollen wir mal einen besuchen? Welche? Ja, genau, den da ganz hin, komm mal mit. Der ganz, ganz rote Punkt da hinten. Ah, okay, weil die roten Punkte, desto röter der Punkt, desto psychopathischer ist der Spieler. Oha, okay. Ja. Das habe ich kennengelernt. Mit Kev spiele ich immer Offline-Mod, weil wir uns nicht trauen und wir werden immer sterben. Okay. Aber okay, gucken wir mal. Oh, pass auf, Herr Bergmann. Oh, der ist aber schon,
Ja, was mit dem? Oh, ich weiß nicht. Der ist echt sauer. Egal. Auf. Komm, ich mach seine Reifen kaputt. Ich mach seine Reifen kaputt. Erklär das mal mit ihm, ne? Ui! Ui, was war das denn? Der hat mich einfach getötet. Ich glaube, der lebt noch. Ich hau mal lieber ab, du. Herr Bergmann, du musst mich retten. Du sagst, du reitest mich ins Verderben. Du sagst, hier komm her, mach. Ja, du bist ein Psychopath, du. Und bei dann dem so ein Scheiß. Hier, Stecker, ich muss, lass mich einsteigen und fahr dem hinterher. Ja, natürlich, ist doch alles gut. Da kommt er. Oh, okay, pass auf, warte. Birgi macht das. Ja. Wieder eine Sprengstofffalle. Yes! Hey! Jawohl! Aussteigen, Loot. Ah, nee, es gibt ja keinen Loot. Willst du aussteigen, was? Achso, nee. Looten. Ja, es gibt ja einfach keinen Loot. Oh, das wäre so cool, wenn man jetzt irgendwie so Loot bekommen könnte. Da, ja, den haben wir es bisschen gezeigt, Herr Bergmann. Den haben wir es gezeigt. Das haben wir toll gemacht, ne? Ja, das haben wir nicht schlecht gemacht, ne? Hör mal bitte zum Hubschrauberplatz, so geradeaus noch. Zum Hubschrauber. Weißt du denn, weißt du denn, wo ein Hubschrauberplatz ist? Ja. Rechts. Echt? Okay. Ah, oh, rechts? Ja. Da hinten. Ja, du sagst, Alter, komm bitte. Also nächst rechts, ja? Ja. Nee. Ja, doch. Mhm. Doch, so kommen wir, glaube ich, auch hin. Ja, und jetzt hier einfach runterfahren. Ja, hier links, ne? Ja, hättest du halt die erste rechts genommen. Ui! Ja, den wollte ich nochmal kurz mitnehmen. Fahr lieber unten lang, schneller. Wie unten? Ja, einfach gerade unten und dann hier unten runter durch. Ich dachte schon, du willst über die Schienen fahren, aber ich sag dir aus Erfahrung, das ist nicht der Weg, den man sehen sollte. Hier, gerade außen runter. Ah, da, ich sehe schon. Ja, okay. Oh! Ui, nein. Doch, pass auf. Nee. Nee, ist es nicht? Ja, rechts. Da war's doch, Mann. Warum sagst du denn nee? Ja. Da kommen gerade zwei Typen, die sind irgendwie ein bisschen... Aua. Was machst du denn? Aua! Ach, das ist doch gar nicht hier, hast recht gehabt. Oh, okay, Scheiße. Machen die Stress? Nee. Okay, die Polizei, also schon, aber au! Hui, kurz knapp jetzt. Kurz sprang, lieber. Ich sag dir, da vorne sind die. Warum bist du denn rausgesprungen? Ich verstehe das nicht. Weil ich schnellstmöglich. Ja, ich bin schon da jetzt. Ich hab mein Heli schon am Schlüssel hier. Ja, aber nur weil ich dir gesagt habe, wo du hin musst, ne? Ja. Muss man natürlich dazu auch sagen. Ja. Und dann wollen wir zu VidCon fliegen, oder was? Dann fliegen wir zu VidCon. Ja, wieso hast du den hinteren genommen? Ach, ja, jetzt können wir noch gemeinsam. Damit du es nicht so weit hast. Achso, ich dachte, du willst einen eigenen. Ich nehme, ja. Doch. Ja. Kopfgeld wurde aufgesetzt auf jemanden. Das können wir uns holen. Wäre eine Idee, mein Lieber. Ja, warte mal, aber. Ja, Welcher Heli hält mehr aus, mein Lieber? Ey, der stand gerade. Dass ich einen anderen Spieler aus seinem Fahrzeug... Ja, steht bei mir auch gerade, aber als ob das funktioniert, wenn man... Im Heli? Ich weiß ja nicht. Das wäre es ja, ne? So Just Cause-mäßig. Ja, probier es aus. Probier mal aus. Ich wette, du fällst einfach raus. Hui! Wer schafft's länger, Herr Bergmann, ohne auf den Boden zu kommen? Ich glaube, du warst ganz knapp schon gerade. Ich war auf dem Boden gerade, weil ich aussteigen wollte. Ja, dann weiter. Ab jetzt aber. Okay. Wenn einen anderen auf dem Boden drin. Aber dann sterben wir. Das ist schlecht. Oh, jetzt bist du aber schon richtig tief. Oh, Uni. Stürzt du ab? Nee. Nee. Wo bist du denn? Ja. Oh fuck. Alter, jetzt steigen wir wieder richtig hoch, seitdem ich es gesagt habe. Vorher waren wir schon richtig flach. Und jetzt passen wir. Warum wird auf uns geschossen? Hui. Polizei ich, vielleicht? Was hat hier doch als Boden? Oh nein, ich hab den Boden berührt. Du hast den Boden berührt? Ja, scheiße. Hab ich verloren. Es tut mir leid. Was machen wir jetzt? Du wirst auch noch abstürzen. Nein, bevor die Folge zu Ende geht, werde ich dich noch abstürzen lassen. Nein. Scheiße. Flugplatz einmal. Ey, was war das denn? Nichts passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die nächste Folge kommt, sobald wir das schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Schau bei Herr Bergmann vorbei.